Ja, Gott zum Gruße und herzlich willkommen zurück zu Indiana Jones and the Fate of Atlantis, wo wir ja jetzt auf Kreta gelandet sind, wo die große Kolonie sein soll. Problem? Wir sitzen noch im deutschen U-Boot fest, während Sophia schon mit den beiden Nazi-Schergen das Boot verlassen hat. Und wenn ich das hier oben sehe, kommen wir hier auch nicht so einfach raus. Ich leg's jetzt mal drauf an. Ich bin immerhin, kein Marinepersonal auf dem Deck, Sir. Anweisungen von Kerner. Zur Seite, Soldat. Ich bin Offizier. Ich habe Befehl zu schießen. Oh, mein Fehler. Okay, das war offensichtlich. Habe ich mir aber auch gedacht. Gehen wir mal zum Unterdeck. Vielleicht hat sich hier ein bisschen was geändert. Schauen wir uns erstmal um. Wahnsinnig viel hat sich nicht geändert. Zurück, Sir. Zurück zu Ihrer Station, Herr Leutnant. Ich muss diese Leute verweisen. Das hast du mir schon mal gesagt. Verweisen. Was heißt denn verweisen? Ups, ich wollte da gar nicht runter. Der läuft immer hin und her. Die Frage ist tatsächlich... Die Frage ist tatsächlich, wie wir hier rauskommen. Was haben wir denn im Inventar? Wir haben Torpedoanleitung. Ein Handzettel, auf dem steht, so feuert man ein Torpedo. Könnten wir uns als Torpedo rausschießen? Das ist mir zu kompliziert. Okay. Starthebel. Nein, nicht benutzen. Drück den Starthebel. Nichts passiert. Ist dir das auch mit der Anleitung zu kompliziert? Ah. Okay. Feuerbereit. Hui, Funken. Okay, wir haben Funkenflug. Wir könnten vielleicht ein Feuer legen. Wir hätten als brennbares nur einen öligen Lappen, wobei Öl, ja, das ist ja eigentlich schon... Ich wage mal zu behaupten, dass das eine gute Idee ist, obwohl in einem U-Boot Feuer legen ist tendenziell keine gute Idee, aber... Oha! Was ist das für ein Geräusch? Okay. Die ganze Crew läuft nach da. Feuer! Das sollte sie eine Weile beschäftigen. So, der Knilch da oben mit dieser dicken Hornbrille ist aber nicht mitgekommen. Das heißt, das Einzige, was das jetzt mir gebracht hat, ist vermutlich, dass ich hier was machen kann. So, da haben wir ein Torpedorohr. Mach mal auf. Ich sollte mich zuerst umziehen. Ich habe nur drauf geklickt. Das ist besser. Ah, okay. Er will sich tatsächlich... Also meine Vermutung war richtig. Er möchte sich als Torpedo rausschießen. Aber jetzt komme ich nicht an den Hebel. Nichts passiert. Achso, wir müssen erstmal... Das ist mir zu kompliziert. Benutzt die Anleitung, Junge. So. Aber wenn ich da drin bin, komme ich nicht an den Hebel. Es sei denn... Ich binde die Leine an den Starthebel, genau. Gut, dann zieh mal an der Leine. Ich hasse es, nass zu werden. Junge, Junge. Du hast doch schon Schlangen. Okay, wir sind auf Kreta. Sehr schön. Auffällig ist dieses Steinpodest. Ich vermute was. Es hat
genau die Größe der Steinscheiben. Ja, genau das habe ich nämlich vermutet. Aber ich möchte mich hier noch weiter umschauen. Was gibt's denn hier noch? Einen Weg. Gehen wir mal weiter landeinwärts. Was mag da sein? Okay. Alte Ruinen. Geröll. Da ist ein Haufen Geröll. Okay. Geh mal hier über die Brücke. Von den Nazis weit und breit keine Spur. Das wundert mich ein bisschen. Ist jetzt tatsächlich die Frage, ob wir hier irgendwas machen sollen. Ich meine, ich lese nochmal den Dialog von Plato. Wir sind ja vermutlich an der großen Kolonie. Und da braucht man einen Mondstein, wenn die helle Morgen die dunkle Nacht brach. Und den Mondstein haben wir ja. Wir haben ja den Sonnenstein und den Mondstein. Wir brauchen also nur zwei Steine. Ist jetzt die Frage, ob wir uns hier so ein bisschen umschauen sollten in den Ruinen. Naja, vielleicht gibt es ja auch noch was. Sollten wir vielleicht uns nicht entgehen lassen. Jetzt würde ich mir allerdings eine Doppelklick-Funktion wünschen, die es in späteren Adventures ja gibt. So schauen wir halt dem guten Indy bei seiner Wanderung über Kreta zu. Hat ja auch was. Okay, Eingang. Nur Geröll. Tonkrüge. Die sind alle leer. Die hier auch? Nichts. Bis auf Staub. Ja, Freunde. Ich glaube, hier ist nicht viel, ne? Nee, hier ist auch nichts. Vor allen Dingen ist hier nicht Sophia. Was ist denn hier? Leeres Loch. Was ist denn das? Ich sehe nichts. Okay. Ich würde sagen, ich gehe noch hier rein. Die enthalten nur noch Luft, ja. Dann würde ich tatsächlich sagen, dass wir es erstmal mit den Steinscheiben probieren. Gehen wir die lange Wanderung zurück zu den Klippen. Zu den Klippen mit den Ruinen. Da, da, da. Ah, wunderschöne Musik, ne? Das gerade ist zum Beispiel das Atlantis-Hauptthema. Also ich finde, die haben tatsächlich so einen Indiana Jones Soundtrack sehr gut nachgebaut, ne? Mit Leitmotiven. Natürlich gibt es das Indie-Thema, dann gibt es das Thema für das, was wir suchen, quasi Atlantis. So wie es damals für die Bundeslade ein Thema gab und für den Gral. Und dann haben die Nazis ihr eigenes Thema. Also es ist schon sehr John Williams-esque, wenn man so sagen kann. Gefällt mir sehr gut. So, okay. Ja, dann benutzen wir mal die beiden Steinscheiben. Jetzt muss ich zu meiner Stande gestehen, ich muss nochmal lesen. Also große Kolonie, brauchte man einen Mondstein, wenn der helle Morgen die dunkle Nacht brach. Heller Morgen, dunkle Nacht. Also aufgehende Sonne. Dunkle Nacht ist Neumond. Klick. Sieh mal einer an. Eine Geheimtür. Gut, ich würde sagen, die Steine nehmen wir wieder mit. Und dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. Also, die Legende eines Labyrinths unterhalb der Ruinen von Knossos ist wahr. Die Legende von Atlantis war auch nicht viel verrückter. Also, sehe ich da inzwischen
auch gute Chancen. Ich wette, die letzte Steinscheibe und Atlantis warten irgendwo hinter dieser Tür. Wow. Na, das wäre ja was. Okay, da sind wir reingekommen. Was haben wir hier? Eine Büste von Ares. Das ist ein Regal für die Büsten. Eine Büste von Apollo und eine von Zeus. Kann man die mitnehmen, die Büsten? Oh. Okay. Okay. Okay, also eine muss mindestens da liegen bleiben. Jetzt ist natürlich die Frage, ob wir hier die richtigen Büsten mitgenommen haben. Wobei ich jetzt den Statuenkopf auch schon wieder sehe. Warum wird der mir hier angezeigt? Wenn ich nur von hier aus herankäme. Ja, aber warum? Warum willst du drankommen? Das sorgt nur dafür, dass das Gitter runterfällt und dass du eingesperrt bist. Schauen wir uns erstmal weiter um. Oh, schön. Da kommen wir nicht hoch. Gehen wir hier lang. Oha. Also es ist ein Labyrinth. Die Frage ist, ob ich Knochen von anderen Forschern. Ohne Frage. Ja, die Frage ist, ob ich mir das hier nur ein Klumpen brüchigen Mauerarbeit, ja. Ob ich mir das hier notieren sollte. Aber ich denke mal, bisher ist es noch recht übersichtlich. Dann brauche ich keine Karte, hoffe ich. Ich mag ja Labyrinthe nicht. Wie ihr schon wisst, wenn ihr mehrere Let's Plays von mir geguckt habt, wo Labyrinthe drin vorkam. Das war auf jeden Fall eine Sackgasse. Es ist auf jeden Fall ein echtes Labyrinth. Also es ist nicht so, dass da zufällige Screens kommen, wie man es von LucasArts ja in anderen Spielen auch kennt. Schatz von Melee Island, Hüstel, Hüstel. Und solange das jetzt nicht unendlich viele Screens sind, es werden aber immer mehr. Ich wollte gerade sagen, solange es nicht unendlich sind, geht's noch. Knochen von anderen Forschern, ohne Frage. Muss ich mir die alle angucken oder sagst du immer das selber? Und wieder ein unglücklicher Forscher. Naja, nicht ganz. Nicht ganz dasselbe. Und wieder eine Sackgasse. Überraschend wenig zum Interagieren gibt's hier. Hier ist was komisch. Was zum... Da ist doch was. Ich bin nicht schwer genug wahrscheinlich. Soweit ich das beurteilen kann, der echte Minotaurus. Ich frage mich immer, warum die Minoaner so versessen auf ochsenköpfige Figuren waren. Ich werde es wohl nie erfahren. Nee, wahrscheinlich nicht. Sieht etwas wackelig aus. Also irgendwie ist hier immer was mit Statuenköpfen. Kannst du da auch dran? Das kann ich nicht nehmen. Okay. Es ist mal wieder Zeit, deine Peitsche zu benutzen. Hoppala. Ja, super. Jetzt liegt das auf der Bodenplatte. Weiß ich gar nicht, ob ich will. Das ist ja ein Aufzug. Steinscheiben. Nein, nein, stopp, stopp. Aufhören. Nein, du machst die Steinscheiben kaputt. Das ist nicht gut. Allerdings liegt da noch eine. Der ist zu schwer. Okay. Ich kann jetzt nicht viel machen als... Halt, das war mein Fahrstuhl. Dachte ich mir. Sieht aus, als hätte der Aufzug mindestens eine Scheibe zerschlagen. Das Gute ist, da ist noch eine und ich glaube, das ist der Weltstein. Das ist genau der dritte Stein, der uns fehlt. Knaller. Das ist der Weltstein, den Sternard in Tikal mitnehmen.
Das ist Sternhard! Oh je. Unser alter Freund Professor Sternhard. Er scheint hier verhungert zu sein. Ich denke, er wusste eine Menge mehr, als er uns sagte. Aber nicht genug, um hier herauszukommen. Tja. Dann nimm mal den Wollschal. Hey, da ist ein Hartgummikamm drin. Es ist ein Wollschal aus... Ein Schal aus Wolle, so rum. Ein Wollschal aus Wolle, ist klar. Es ist ein Kamm aus Hartgummi. Und eine Notiz. Es ist seine Notiz, er soll sie behalten. Aber dann lies sie bitte. Hier steht: Ich bin überzeugt, der Kartenraum liegt irgendwo in den oberen Kammern. Ich glaube, dass statische Elektrizität auf Orichalcum anspricht. Aber da ich hier unten gefangen bin, kann ich nicht sicher sein, ob ich alle Teile für einen Detektor habe. Zu schade für Sternhard. Er kam so weit. Jetzt haben wir hier noch einen Stab. Es ist ein Spazierstock. Nehmen wir mal mit. Wer weiß, wofür er gut ist. Und dann hoffe ich, dass ich hier einen Ausweg finde, anders als Sternhard. Loch, Tor, Hebel. Der bewegt das Tor. Kann ich vielleicht mit dem Spazierstock? Das wird nicht funktionieren. Oder mit der Peitsche? Das wird nicht funktionieren. Zum Loch kommst du auch nicht. Das ist ein enger Durchgang. Ein LucasArts-Logo hier ganz nebenbei. Sieht aus wie eine Sackgasse tatsächlich. Das kann man nicht öffnen. Gefällt mir nicht. Gefällt mir überhaupt nicht. Was gibt's denn hier? Wasserfall. Wie praktisch. Eine Kette verläuft hinter dem Wasserfall. Da muss das Gegengewicht für den Aufzug dranhängen. Och, Sternhard. Das ist aber bitter. Oh. Au. Ich hasse es, nass zu werden. Das sagtest du schon mal. Jetzt nicht wieder auf die Bodenplatte treten, sonst fahren wir wieder nach unten. Auch wenn wir einen Ausgang gefunden haben. Auffällig ist, dass hier ein Regal ist. Ich möchte mich aber erstmal weiter umschauen. Okay, hier bin ich jetzt im Kreis gegangen, oder? Ja, bin ich. Okay, dann gucken wir uns das hier noch an. Da bin ich jetzt auf der anderen Seite vom Wasserfall. Soweit so klar. Oha. Das tat weh. Na gut, dann sind wir wieder im Eingangsbereich. Die Frage ist doch jetzt tatsächlich... Hier war ich noch nicht. Okay, hier ist allerdings auch eine Sackgasse. Die Frage ist doch tatsächlich, ob wir diese eine Tür, also die unten im Kellergeschoss, so nenne ich es mal, die werden wir nicht aufbekommen. Aber hier war ja auch eine. Und das Regal erinnert mich frappierend an das von vorhin. Und damit... Ah, ich hatte es geahnt. Wir brauchen natürlich drei. Und jetzt verstehe ich auch, dass man den einen gesehen hat. Ups, falsch abgebogen. Ich wollte eigentlich den direkten Weg gehen, aber na gut, gehen wir hier lang. War das hier oder da? Ach je, nein, es war da vorne. Gut, und jetzt da lang? War richtig, ne? Gut. Ich sehe eigentlich nur eine Chance, an den Kopf zu kommen.
Ich habe aber die Befürchtung, dass wir uns so einsperren. Aber da es hier keine Sackgassen gibt in einem LucasArts Adventure. Okay, sehr schön. Dann sollten wir die eine Tür aufbekommen. Tatsächlich. Statuenkopf mit Regal. Habe ich mich verklickt? Wir werden sehen. Na, geht. Okay. Und das Labyrinth geht weiter. Ich hatte jetzt eigentlich die Hoffnung. Ich bleib mir mal treu und nehme den nächstbesten Eingang. Und wieder ein unglücklicher Forscher. Ich hoffe, du wirst kein unglücklicher Forscher. Was ist das denn hier? Keil? Das ist ein Keil, der das Gegengewicht blockiert. Das ist ein Schacht, der in die Dunkelheit führt. Kommen wir irgendwie an den Keil dran? Das hat nichts gebracht. Vielleicht mit dem Stab? Da. Das Gegengewicht ist frei. Okay, ich denke mal, dass es gut war, dass wir das frei gemacht haben, auch wenn ich noch nicht genau weiß, wofür es gut ist. Dafür hätte ich wahrscheinlich erst hier unten lang gehen müssen. Ich vermute, dass da wieder ein Aufzug ist. Hast du was? Knochen von anderen Forschern. Ohne Frage. Ich habe immer so ein bisschen Angst, dass die sich da irgendwas versteckt. Okay. Genau, das ist ein Aufzug. Und es ist so offensichtlich, dass was in den Mund muss. Da ist ein kleiner Sprung drin. Mach mal mit dem Stab, bitte. Nach oben? Sehr gut. Was haben wir hier? Goldkiste. Da liegen zwei Orichalzum-Perlen drunter. Die nehme ich auch mit. Sehr schön. Und was ist hier drin? Sonst ist hier nichts drin? Es ist eine leere, goldene, bleigefütterte Kiste. Was zum... Das ist eine große Version der Statue, die Kerner gestohlen hat. Sieht aus, als ob ein Teil fehlen würde. Aber was für ein Teil würde fehlen? Braucht die Strom? Ich meine, ich habe ja hier was mit Strom. Ich steck das mal da rein. Okay, und dann jetzt... Wenn sie passt, dann benutzt bitte... Oh mein Gott. Uff. Ob das jetzt so richtig war, weiß ich auch nicht. Ich zerstöre hier die Inneneinrichtung. Oh mein Gott. Nun. Entweder ist Atlantis etwas kleiner, als ich dachte. Oder ich betrachte gerade ein Modell. Genauso aufgebaut, wie Plato es beschrieb. In drei konzentrischen Kreisen. Wow. Leider kann man es nicht anklicken. Ganz viele Türen. Und erneut eine Achse. Sieht aus, als sei sie für die Steinscheiben. Ja, dann leg die mal drauf. Dann müssen wir nur lesen, was die richtige Kombination ist. Um Atlantis zu erreichen, wurde ein Weltstein hinzugenommen, wenn nur der schwindende Mond die Stadt vor Dunkelheit schützte. Abnehmender Mond in der Nacht. Abnehmender Mond in der Nacht die Stadt. Okay. Die Stadt ist da. Nacht. Abnehmender Mond.
Das hat nichts gebracht. Okay. Das habe ich jetzt tatsächlich... Aber Nacht, abnehmender Mond, Stadt war ja eigentlich richtig. Da haben wir jetzt einen kleinen Denkfehler. Oder hat das was damit zu tun, dass wir jetzt nicht davor stehen, sondern östlich dann dahinter? Ich probiere mal kurz was. Ich drehe das einfach einmal eine Sache weiter. Okay. Okay, jetzt haben wir nur noch eine Möglichkeit. Oh, das war's. Okay. Was geschieht denn jetzt? Eine weitere Tür öffnet sich. Da bin ich mal gespannt. Angeblich soll das Tor nach Atlantis gewesen sein. Und hier ist nichts. Ach, da kann man hinter durchgehen. Ich dachte gerade schon, um Gottes Willen. Aber hier ist auch nichts. Was zum... Da sind zwei Orichalzum-Perlen in den Knochen. Ja, dann haben wir jetzt schon... Hoppala. Da haben wir jetzt schon wie viel? 3 Perlen. Okay. Sehr schön. Aber... Das hilft mir jetzt nicht wirklich weiter. Und hier geht's nirgendwo weiter. Wobei, Sternert hat doch was gesagt, dass Elektrizität eine Rolle spielen würde. Und wir einen Detektor brauchen. Das kann doch nur ein Hinweis gewesen sein, der wichtig ist. Da kommt mir eine Idee. Okay, ich habe den Faden an den Kamm gebunden. Jetzt müsste man den... Genau. Physikunterricht. Der Kamm ist jetzt statisch geladen. So, dann benutz mal. Hoppla, er zeigt auf mich. Ja, das ist auch richtig. Du hast Orichalzum. Und wahrscheinlich brauchen wir genau dafür die Kiste. Mach mal zu. Wieder aufladen. Er zeigt auf die nackte Wand da hinten. Wand, okay. Ich dachte mir nämlich, das kann doch nicht sein, dass hier im Raum nichts ist. Scheint ein wenig brüchig zu sein. Okay, womit... Ja, ich meine, nicht umsonst haben wir einen Spaten. Sieh an. Und die Tür lässt sich öffnen. Einfach so. Und noch eine Perle. Aber was sag ich Perle? Was zum Geier? Ein echtes Schmuckstück. Kann man die benutzen? Mund. Wahrscheinlich muss man auch da wieder eine Perle benutzen. Moment, ich muss erstmal Klappe auf. Perle in Mund. Und was geschieht jetzt? Sieht aus, als hätte ich das Ding gestartet. Au. Oh. Unglaublich. Ich bin hunderte von Metern unter dem Meeresspiegel. Trotzdem ist der Luftdruck hoch genug, das Wasser draußen zu halten. Das ist unmöglich. Wäre es jedoch unmöglich, dann wäre ich jetzt tot. Tja. Und ich habe so das Gefühl, dass wir
die versunkene Stadt gefunden haben. Und deswegen drücken wir jetzt den Rewind-Knopf, liebe Freunde. Denn jetzt ist es an der Zeit, einen anderen Weg des Abenteuers zu gehen. Und das machen wir dann in der nächsten Folge. Also nicht wundern, wenn wir in der nächsten Folge, wie von Geisterhand, wieder in Indies, ja, Werkstatt ist es das, in Indies Büro stehen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mit dabei seid. Macht's gut, bis dann. Ciao.